Hey und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sims Mobile. Und wir werden jetzt mal unsere Nicht-Nachrichten begutachten. Aber in erster Linie mal die Leute, die ich jetzt hier in der Liste habe, weil es ja einige neue sind, dass wir da jetzt nochmal durchstreifen und uns die Häuser mal angucken. Vor allem hier zum Beispiel bei diesen hobbylosen Menschen, die einfach schon Level 40 sind. Das ist richtig heftig. Also guckt euch das mal an. Die Person, die hat Simoleons, die hat Geld hier ausgegeben oder so. Ich kann mir das nicht anders erklären. Es sieht wirklich geil aus, ne? Also die hat hier so eine fette Wohnung. Ne, also bei der läuft es hier richtig. Aber man kann mir nicht erzählen, dass man das erstmal alles erspielt hat die letzten Tage. So, die hat ja auch schon einen richtig geilen Fernseher. Die hat hier diese Trophäen. Da war die bestimmt mit Geld unterwegs oder so. Also tippe ich jetzt mal. Aber wirklich schon sehr geil. Hier eine fette Küche, so der Essbereich da noch mit hinten. Dann hier sogar so ein Schlafzimmer, wo dann hier noch so ein Bad ist. Oder zwei Bäder sogar. Ein Klavierzimmer ist ganz wichtig. Also ein Klavier hätte ich ja mittlerweile auch mal gern. Dann hier die anderen Hobbys. Schlafzimmer. Sie hat einfach hier zwei Betten ins Schlafzimmer getan und hier die Babywiege hin. Kann man so machen. Ja, ist auf jeden Fall eine sehr geile, sehr nette Wohnung hier. Sie hat sogar so eine Frühlingscouch. Allein das hier, dafür hat man schon Geld ausgegeben, weil man das hier nur mit Geld bekommen kann. Aber hey, warum nicht? Wenn die Leute das so abfeiern, dass man da gerade mal ein bisschen Geld für ausgeben muss, warum nicht? Hier sind wir dann schon im nächsten Haus von Janni. Von außen sieht es so aus. Und noch so ein bisschen umgebaut. Ja, von außen noch nicht angemalt, sagen wir es mal so. Aber man guckt ja irgendwie eher immer ins Haus. Dann, was ich auch mal überlegt hatte, Essbereich ist hier. Dann haben die hier ihren Wohnbereich. Dann haben die hier nochmal eine fette Küche. Schlafzimmer für die Eltern. Die haben ja auch schon ihren Fernseher hingestellt, hier den großen gekauft. Dann haben wir hier nochmal so ein süßes Zimmerchen. Ich tippe mal, von wo geht es denn hier überhaupt rein? Das ist jetzt mal die Frage, ne? Hier kommt man nämlich nur irgendwie von diesem Flur oder was das hier ist. Auf jeden Fall hier noch eine Menge Kinderzimmer und so. Und hier hat er auch schon diese moderneren Sachen gekauft. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob hier auch Simcash gekauft wurde oder ob hier wirklich einfach sehr gut erspielt wurde. Vielleicht, was ich ja auch mal überlegt hatte, vielleicht hat sich die Person auch einfach den vierten Simplatz da unten gekauft und konnte dann so ein bisschen jetzt schon gut Geld zusammentreiben, weil mit vier Sims ist man halt einfach effektiver als mit zwei, ne? Das ist halt klar. Ja, wenn man hier reinkommt, hier der schöne Schachplatz bei dieser Person, bei Paddy. Paddy hat ein ganz quadratisches Haus, aber von außen guckt sich das ja eigentlich keiner an, bis auf ich jetzt. Ja, hier schöne solche Teile hier. Was haben wir hier noch Schönes? So ein Hobbyraum sieht das halt auch so aus, ne, mit den Gitarren hier, Schreibsachen. Dann ist hier der Yoga, dieser Typ hier, ne? Wie der schon aussieht und dann hier Yoga macht. Ich sag da mal nichts zu. Ja, hier ist auch noch eine sehr, Anfängerküche ist jetzt vielleicht übertrieben gesagt, aber noch nicht sehr viel rein investiert. Gut, vielleicht hat die Person sich halt ein bisschen Simcash gekauft und zum Beispiel die Badewanne zu kaufen. Die bringt ja auch nochmal Energie. Und hier diese Engelsflügel, die sind ja mal geil, ne? Die Leute kriegen ja so tolle Sachen und dann kommt meine Familie, die kriegt hier einfach echt den Müll des Jahrhunderts. So, dann gehen wir mal zu Posch. Guck mal, wie es dort aussieht. Auch so ein schickes Haus. Von außen. Hier ist schon so ein Gartenbereich langsam freigeschaltet. So, die Eier stehen hier auch draußen vor der Tür. Hier ist dann der Wohnzimmerbereich, hat ja auch schon einen schönen Fernseher. Hier ist dann ein Kinderzimmer. Hier haben sie ein Hobbyzimmer eingerichtet. Hier noch ein Schlafzimmer. Hier hinten kommt noch irgendein Zimmer hin oder so, anscheinend. Und hier haben sie ihr Bad eingerichtet.
Ja, die Küche hier hinten. Ja, alles in allem auch nett gemacht, auf jeden Fall. Gucken wir mal weiter zu Nuss. Die Nuss hat von außen auch nicht so drauf geguckt. Ich wollte zumindest, dass es von außen aus so ein bisschen passend aussieht, ne? Aber naja. So, auf jeden Fall, so man kommt hier im Wohnzimmer quasi rein. Hier scheint dann so das Hobbyzimmer zu sein, mit unter anderem hier auch. Dann hier einmal so ein schickes Schlafzimmer. Hier hinten das super große Premium-Bad, wo man in den Garten gehen muss, um ins Bad zu kommen. Finde ich immer geil. Hier hat hier so ein schönes Kleid und dann kommt unser. Naja, schöne Küche, eine kleine gemütliche. Ich finde diesen Boden ja ein bisschen hässlich, aber ist ja Geschmackssache. Auch nett gemacht. Dann haben wir ja wahrscheinlich Monster. Irgendwie sowas. Das sieht auch gekauft aus. Aber es sieht schon mal cool aus. So sieht es von außen aus. Von außen sieht es auch etwas bedacht aus. Also nicht schlecht. So, auf jeden Fall. Es sieht sehr lila-rosa aus. Das ist so der Hobbybereich. Hier gibt es sogar noch ein Kinderzimmer. Ich finde cool, dass es hier einfach... Ist das hier eigentlich eine Tür oder ein Fenster? Man weiß es nicht. So. Dann hier noch so ein Fernsehbereich. Die Person hat einen Whirlpool, ich bin sehr neidisch. Whirlpool im Bad ist ganz normal. Sogar zwei Duschen hat hier stehen. Ich habe gar nicht getestet, ob man mit zwei Duschen zweimal duschen kann, aber ich glaube nicht. Schlafzimmerbereich, also die hat das hier echt aufgeteilt, ne? Also die hat hier so einen ganz fetten Raum gemacht, so einen langen. Hat dann hier so einen Schlafbereich gemacht, hier so einen fetten Küchenbereich und dann hier dann noch so einen Garten, so wie das aussieht. Ja, warum auch nicht? So, wir gucken mal weiter. Ich finde das immer so geil. So bei Cassie waren wir ja schon ein paar Mal. Magdalena. Ich finde es halt immer geil, wie die anderen so bauen. So, Eingangsbereich. Die hat auch schon den dicken Fernseher gekauft. Dann haben wir so ein schickes Kinderzimmerchen. Ist auch nicht schlecht. Und hier so eine Küche. Dann hat man vom Bad aus, kommt man hier nochmal den Yoga-Schreibbereich oder so. Dann hier nochmal für die Eltern. War auch nett gemacht. So, Justina. Kennen wir zwar schon, aber... Hier wieder ihren Wohnzimmerbereich, der sich auch gut aufgeteilt hat. Diesen Flur hier hinten ist auch ganz nett. Ich habe so das Gefühl, sie und Cassie gehören irgendwie zusammen. Weil Cassie das ja genauso hat, nur irgendwie umgekehrt. Follini fand ich sehr interessant. Die hat einzelne Räume. Und die hat dann hier irgendwie, fand ich auch lustig, so das Bad hier einzeln abgegrenzt, als ob das einzelne Zimmer sind. Hier steht einfach ein Bett drin. Hier ist noch ein Zimmer. Und rein kommt man irgendwie so dann durch diese ganzen Türen. Fand ich irgendwie lustig gemacht. Also es ist mal innovativ. Also es sieht zwar hässlich aus, ne? Jetzt mal doof gesagt. Sieht schon aus wie so eine Siedlung hier, ne? Aber mal innovativ. So, Jacqueline. Gehen wir mal dahin. Die hat ja auch einen fetten Flur gebaut. Da hat sie ihre ganzen Leute stehen. Ist auch cool. Ja, hier ist der große Schlafsaal für die Familie anscheinend. Küche muss natürlich gut ausgestattet sein. Bad, hier hat sogar zwei Töpfchen. Gut, wenn sie so eine Kinderarmee herstellt hier. Ne? Man weiß es ja nicht, aber dann ist es nicht verkehrt. Fernseher steht hier. Ich frage mich manchmal, ob die Leute gerade umstellen. Oder ob die das wirklich ernst so meinen, wie sie das bauen. Klingt jetzt scheiße, aber ist halt so, ne? So, wir sind bei Jacqueline. Jetzt gehen wir mal zu diesem Ecke oder Etze. Trink noch mal schnell was. Ja. Das hier sieht schon wieder ein bisschen ernster aus. Von außen, ja. Hier auch wieder so ein Wohnzimmerbereich. Ich finde das ja auch nicht verkehrt, ne? Mit den Möbelstücken hier. Dann hier der Essbereich.
ich wollte das auch gerne mal abgrenzen. Vielleicht mache ich das in der nächsten Generation. Hier sogar so einen schicken Kühlschrank, hier auch noch so einen kleinen Essbereich. Hier wirklich so ein liebevoll eingerichtetes Kinderzimmer. Ich weiß nicht, so ein Zwischenraum oder so, Schlafbereich. Und dann nochmal so ein schönes Bad hier hinten. Ist auch nett gemacht. So, wen haben wir hier? Nadine Tiara. Gehen wir doch mal besuchen. So von außen. Nicht drum gekümmert, sagen wir es mal so. Dann, ich finde cool, dass man die auch einfach grün machen kann, die Sims. Hier ist dann so das Bett, wo einfach auch die Kinder mit schlafen. Trainings-Hobbyraum, der steht einfach hier hinten. Dann das Bad mit hier. Die Küche. Und hier ist einfach nochmal, keine Ahnung, so ein Hobbyzimmer oder so. Ja, könnte man ein bisschen schöner nochmal aufteilen, so von der Raumgestaltung. Aber warum nicht? Gehen wir mal weiter zur Safflower. Die habe ich dann auch irgendwann mal geaddet, also die mich. Die hat auch einen Whirlpool. Alle haben hier gefühlt einen Whirlpool, weil ich nicht. So, von außen hat sie zumindest dafür gesorgt, dass hier alles eine gleiche Farbe hat. Dann kommt man hier so schön rein. Hat so einen schönen Wohnbereich. Hier ist auch so ein kleiner Esstisch schon mal. Dann haben wir hier die ganze Küche und so. Hier ist dann auch das Kinderzimmer. Hier ist das Elternschlafzimmer, wo dann die ganzen Hobbys mit beistehen. Das Bad hat keine Tür. Aber man kann ja trotzdem reingehen. Das finde ich immer geil, ne, diese Aufteilung. Egal, ob es eine Tür hat oder nicht, man kann da trotzdem hingehen. Ist alles ganz normal. Dann gehen wir mal zu Eli. So, die quetscht sich hier überall in die Ecke hier hinten. Da hat sie zumindest hier einmal das Schlafzimmer getrennt gemacht von, ich nenne es mal ein Kinderzimmer, Babys noch hier. Dann Küche mit Essbereich hat sie hier abgegrenzt. Oder er, ich weiß es ja nicht. Ich sag immer sie, aber egal. Und hier ein schönes Bad eingerichtet. Hat so ein bisschen rosa auf jeden Fall hier. Ja. Schauen wir mal weiter. Wir sind bei Eli, Mika. Gehen wir doch mal hier gucken. Von außen rot. Ist auch mal cool. So ein lila Flur auf jeden Fall. Auch hier eine schicke Küche. Ich habe manchmal das Gefühl, die gucken sich auch die Küchen voneinander ab. Dann hier zumindest ein Schlafbereich, wo das Bad angegrenzt ist. Hier ist dann anscheinend noch so ein Wohnzimmer hier. Also ich denke mal, weil hier so ein Fernseher ist. Und dann haben wir hier noch das Hobbyzimmer. Und Kinder. Kinder interessieren hier keinen. Ja, warum auch nicht, ne? So, dann gucken wir mal. Wir waren jetzt bei Mika. Dann gehen wir mal zu Mandy. Oh, bei Mandy sieht es auch schon mal ganz nett aus. Aber von außen gehen die Häuser aber eigentlich immer. Hier noch so einen kleinen Bereich. Hier auch das als Eingang benutzt. Ich finde, das passt einfach so richtig gut. Das kann man da echt gut für missbrauchen. Dann habe ich hier ein schickes Schlafzimmer. Und hier auch. Hier dann noch das schöne Bad. Hier so ein Kinderzimmer. Finde ich cool, als ob, wie das bei mir ist, zwei Leute und ein WG-Typ, ne? Dann das Wohnzimmer und die Küche hier zusammengelegt. Finde ich auch nicht verkehrt. Kann man auf jeden Fall machen. Und sonst auch nett eingerichtet auf jeden Fall. Also ich mag das, wenn das halt so ein bisschen zusammenhängt auf jeden Fall aussieht. So upside down. Sehr braun. Die Person hatte ja erstmal zwei getrennte Bäder. Ich glaube, die war das. Auf jeden Fall ist sie jetzt anscheinend ein ganzes. Hat nur einen Raum für ein Fitness-Dings. Hier so, ich finde, Küche ist sehr detailliert so eingerichtet. Kinderzimmer so langsam auch. Und Schlafzimmer hier hinten eigentlich auch. Die chillen zwar alle hier in diesem Raum rum. Hat die da Schmetterlinge fliegen. Ist ja geil. Und dann kriegen wir Sachen, wo wir einfach so eine Staubwolke hinter uns herziehen. Ne? Ich sag da mal nichts zu. So, dann gehen wir mal zu Brittany. Wie sieht Brittany denn von außen aus? Ob das geht. Zumindest einheitlich. So, Kinderzimmer hier hinten, da so ein Schlafzimmer.
Hier ist irgendwie nochmal irgendwie so ein Teilwohnzimmer und hier auch, finde ich. Also wenn man hier mal guckt, dann ist hier sogar extra ein Esszimmer. Und hier hinten so ein schönes, großes, geräumiges Bad auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall noch ein bisschen nutzen, den Platz. So, gehen wir von Brittany mal weg zu Daniel. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt schon langsam mal ein bisschen weiter gebaut hat. Der hat zumindest hier eine fette Stereoanlage. Hier wohnen alle auch in einem Zimmer. Er hat die Badewanne, ich hätte die auch gerne. Mittlerweile hat hier seine Küche schon mal den Porno-Touch bekommen. Finde ich auch nicht schlecht. Ich finde den Boden hier cool, den er gebaut hat. Und anscheinend hat er hier auch solche Megatüren eingebaut, die man, glaube ich, für Simcash kaufen kann. Also bei Daniel weiß ich, weil ich seine Let's Plays auch geguckt habe oder dabei bin. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt gerade schon wieder was Aktuelles hat, dass er ja Simcash von EA bekommen hat, um dann ein paar Sachen zu zeigen. Hier sind wir bei Bene. Der hat ja auch seinen Wohnbereich und seinen Schlafbereich, sei schon, Wohnbereich und Küche zusammen. Ich finde diese Esstischtafel hier voll geil. So, als ob man hier so eine lange Esstischtafel hat oder hier die beiden Personen, die da so sitzen, ist schon geil. Dann hier, also es könnte so Kinderzimmer, Gästezimmer sein. Der hat sich auch diesen Hasen hier geholt. Da habe ich sogar das Foto noch auf Facebook gesehen oder Twitter war es, glaube ich. Dann sein Hobbyzimmer hier hinten und das Bad. Ich wollte die Yogamatte anklicken, egal. Naja, auf jeden Fall auch nett gemacht hier. Der hat hier auch Wäschemüllhaufen, genau. So ein Wäschehaufen liegen. So, gucken wir mal bei Slevom vorbei. Das ist eine Freundin. Ich weiß gar nicht, ob die noch so aktiv spielt. Von außen jetzt auch nicht ganz drauf geachtet. Aber wie gesagt, man guckt eigentlich eher nach innen. Sie hat in ihrem Bad einfach auch Teppich verlegt. Das fand ich ganz lustig. Dann hier hinten ihren Schlafbereich, hier so ein Wohnzimmer mit Küche und so, hier noch ein Schlafbereich. Der hat nicht mal eine Tür, der Schlafbereich, das fand ich auch ganz witzig. Hier sind sogar zwei Gitarren hier stehen, fällt mir auf. Und sogar schon Yoga-Hobby. Ist auch cool. Ich bin mal gespannt, sie hat sich ja hier weiter fleißig schon den Weg freigebaut, ob sie dann jetzt hier auch irgendwann mal umbaut. So. Mimim, Johnny, Ang... Silver. So, einige davon waren ja schon mehrere Tage nicht mehr online. Destiny 13. Da können wir nochmal gucken gehen. So. Also ihr seht, jetzt kommen wir langsam wieder in diese Häuser, die halt noch sehr anfängermäßig aussehen. Weil die halt jetzt noch nicht so viel gespielt haben mit Level 10 zum Beispiel. Wobei ich schon nicht schlecht finde, dass man hier mit Level 10 schon angefangen hat, hier so die Räume ein bisschen... Ja, ich glaube, den jetzt hier größer gemacht zumindest. Und gut, hier hätte man das zwar noch anpassen können, aber hey. So, Silvana ist auf jeden Fall nicht mehr da. Mai Ling hat gerade erst angenommen, glaube ich. Auch wenn da steht zuletzt online vor 2 Stunden, aber das glaube ich dem Spiel nicht, weil das nicht immer recht hat. Ja, hier sieht man auch, hier ist das Raum. Hier ist der Raum angebaut worden. Hier einfach noch ein Bett mit hingestellt und sowas, ne? Hier hinten ist schon voll die Hochzeit im Gange. Ist auf jeden Fall schon. Ich sag mal im Aufbau. So, bei Ang waren wir, glaube ich, noch nicht. Das finde ich auch ganz nett. Hier, ja, ich sag mal so das Schlafzimmer mit Baby. Hier der Wohnbereich. Hier hinten die Küche ist auf jeden Fall schon schön nicht an die Wand gestellt, aber egal. Dann hier das Bad. Ich weiß nicht, wie die Leute hier online sind. Also ich werde auch Leute, die zum Beispiel hier so mega lange inaktiv sind, werde ich auch rausschmeißen irgendwann. So, bei Johnny hatten wir, glaube ich, die Party, besucht. Wir sind dann, glaube ich, doch zu Cassie gegangen. Ich weiß es gar nicht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall das Haus von Johnny. Der hat ganz viele Essbereiche hier. Das finde ich ganz lustig eigentlich. Eine schicke Küche. Dann hier hinten sein Schlafzimmer hingebaut. So ein Riesenschlafzimmer. Was man halt so braucht. Ne? Dann haben wir jetzt erstmal so alle möglichen Leute durchgeguckt fürs Erste. Ich gehe jetzt mal in mein Haus zurück. Um das nochmal gut zu zeigen. Also von außen, ich habe ja extra gemacht, dass das hier weiß bleibt. Das wollte ich halt so. Und sonst, es passt mittlerweile mit den Fenstern nicht mehr ganz so. Ich wollte das gern symmetrisch haben, aber ja.
es wollte leider nicht so, wie ich wollte. Also von den Räumlichkeiten her. Aber ja, da man sich das ja von außen eh nicht so ansieht, so häufig, dachte ich mir, komm, egal. Sonst werden wir jetzt in der nächsten Folge uns hier mal ums Kinderzimmer kümmern. Das Schlafzimmer hier kann so bleiben. Sonst haben wir hier noch Flur, der kann auch so bleiben. Wohnzimmer kann auch erstmal so bleiben. Genauso wie das Bad und die Küche. Damit bin ich erstmal recht zufrieden. Das hier ist sogar unsere Familie. Dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Ideen liefern, hier einfach mal Häuser zu zeigen und Einrichtungen. Und dann erstmal ciao und bis zum nächsten Part.